Moin, hier ist Björn aus Ostfriesland. Samstag, früher Morgen und sitze hier gemütlich mit einer Tasse Kaffee, rauche ein Pfeifchen, bevor dieser Sommertag jetzt beginnt. Und wollte nur ganz kurz erzählen, was gestern passiert ist. Ich bin gestern nach der Arbeit in Bremen gewesen, weil ich in letzter Zeit mit Kent Leatherneck Piper, einer dieser der US-Leute aus der Community, Kontakt hatte. Und der war bisher irgendwie beruflich über die Army in Bahrain und ist gestern jetzt eben von da weggeflogen auf seinem Weg wieder zurück nach Hause. Und er hat zwei Tage Zwischenstopp gemacht hier in Bremen. Hatte er angekündigt, und ob wir uns nicht mal treffen wollen und so. Klar, da hatte ich total Lust zu. Und so kam es, dass ich eben gestern nach der Arbeit gleich losgefahren bin, ist eine gute Stunde, bin nach Bremen gefahren und habe da Kent und eben Marc, den Bremen Pipesmoker, getroffen. Den kennt man ja auch nur durch seine englischen Videos, ist ja so in Deutsch quasi noch nie aufgetaucht und es war eine ganz spannende Sache. Ich wollte das eben nur mal ganz kurz zur Einleitung erzählen, weil gleich in dem eigentlichen Tour-Video haben wir wie immer bei mir leicht Wind, aber nur ein bisschen und ganz am Anfang, also es lohnt sich durchaus. Und ich wollte eben noch ganz kurz ein paar Sachen ergänzen, die in dem Video vielleicht dann gleich nicht so rüberkommen. Wir sind natürlich in Bremen in dem Pfeifenladen gewesen, den man vom Bremen Pipesmoker kennt, Ronnie's Place. Und da habe ich mir auch noch zwei Tabake gekauft, da werde ich sicherlich demnächst zu dem einen nochmal was erzählen. Also ihr wisst ja, oder ich habe es gesagt, im Augenblick so ein bisschen diese Latakia-Schiene auch bei mir. Mir wieder eine Dose Latakia-Flake gekauft von HaHa. Den letzten Flake, den ich davon hatte, habe ich aufgeraucht und ein paar Scheiben davon hat ja auch Mike bekommen. Und ich habe mir gekauft Dunhill Mixture 965. Ist ja auch ein, was steht hier? Ja, es ist ein bisschen Latakia eben mit drin, Orient-Tabake und soll so einen leicht nussigen Geschmack haben. Also eine dieser Retro-Dosen, diese alten Sorten, die wohl wieder aufgelegt sind oder wie auch immer. Also hat mich irgendwie angesprochen. Dunhill-Tabake sind ja von der Konditionierung her in der Regel immer gut. Also insofern hatte ich einfach mal wieder Lust auf so einen Dunhill. Mal gucken. Ja, das nur eben ganz kurz zur Einleitung. Übrigens, was rauche ich hier gerade? Auch ein Tabak, den kennt. Das hatten wir so ein bisschen, hatte er angekündigt. Er wollte mir so ein paar Tabake eben mitbringen, weil er da auch durch die Army irgendwo sehr preisgünstig rankommt. Und hoppala. Im Augenblick habe ich in der Pfeife Prince Albert. Das ist auch einer der, so wie der Carter Hall, von denen habe ich auch ein paar bekommen, aber gleich im Video mehr dazu. Auch einer dieser Drugstore-Tabake, ein Burley und schmeckt gut, ist leicht, ist medium, so jetzt für diese Uhrzeit, aufgehende Sonne, hier sitzen mit dem ersten Kaffee, eine ganz feine Sache. Also wer Lust hat, jetzt kommt zwar gleich nochmal quasi so eine Begrüßung, aber ich wollte die paar Worte eben doch voranschicken, weil gerade gleich nochmal so ein paar Sekunden ein bisschen Wind sind und ich wollte euch eben gerne zeigen, was ich da gekauft habe. Wer Lust hat, guckt sich das an, was passiert ist. Wie gesagt, nach Bremen gefahren, zwei Leute getroffen, die man vorher noch nie gesehen hat. War ein ganz lustiger Nachmittag und gerade wer den Bremen Pipesmoker kennt, weiß oder kann sich vorstellen, mit dem so durch den Bremer Dom da zu laufen und so weiter, das ist natürlich eine super Sache. Da hat man gleich wirklich den Spezialisten als Stadtführer, also das hat Spaß gemacht und ich denke, das kommt dann auch ganz rüber. Also, bis demnächst, ich lasse das jetzt folgen, ja? Aus Ostfriesland. So, guck, ich bin heute in Bremen, laufe hier gerade auf Richtung des Roland, dem historischen Rathaus. Ich drehe mich mal rum, kann man sehen.
Da hinten, hier ist er drin, Adelt. Kennt mich hier gar nicht so aus. Warum bin ich hier? Ich bin verabredet mit Kent, Leatherneck Piper. Der hat einen Zwischenstopp gemacht hier in Bremen. Der ist hier und der hat sich hier verabredet. Ist von hier in der Nähe mit Mark, Bremen Pipes Poker. Ja, ich bin nach der Arbeit hergefahren. Es ist brüllend heiß. Hat eine Stunde gedauert. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob ich diese beiden Leute finde, wie es so wird. Einfach mal guten Tag sagen, mal gucken, wie die so sind. Und vielleicht haben wir Glück und Marc, Bremen Pipe Smoker, zeigt uns ein bisschen von Bremen. Ja? Okay, wer Lust hat, kommt mit, wie immer. Ich sitze jetzt hier am Roland Straßencafé Becks Bistro. Ja, passt zu Bremen. Ich habe die anderen beiden gefunden, ich schwenke mal rum. Ah, schlecht mit dem Licht. Say hello. Hello. Kent und Marc, Bremen Pipe Smoker. Okay, Licht war ein bisschen schlecht. Wir werden sicherlich gleich noch mal ein bisschen machen. Wir wollen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gleich zu Ronnie's Place. Ein bisschen Tabak kaufen. Hoffentlich ist es da etwas kühler. Es ist sauheiß. Ich weiß nicht, wie warm es ist, aber bestimmt 32 Grad. Also Wahnsinn. Ich werde weiter berichten. Bis dann. Germany is like the U.S. divided in states. We have 16 states. Bavaria, and Berlin is one of the states. To the cathedral, just to offend the bishop, because the Roland is here for the freedom of people. So that means that this city is no longer owned by the bishop. Eine Stadtführung mit einem Historiker. Soll ich es auf Deutsch machen? Oder? Es geht nicht besser. How does the bratwurst taste? That's good. Jetzt Bremen Pipe Smoker, Kent Leatherneck Piper. Wir sind bei Ronnie's Place angekommen, den Laden, den man sonst nur aus dem Video kennt. Dann gehen wir jetzt rein, oder? Ja, wieso? Ich kenne ihn nur aus dem Video. Und jetzt gibt man uns aus deinem Video. Was? Jetzt gibt man uns aus deinem Video. Ne? Jetzt gibt man uns aus meinem. Dann gehen wir jetzt gleich rein, okay? Ja, okay. Wir sitzen jetzt hier in dem Ronnie's Shop, in dem Pfeifenladen in Bremen. Extrem gemütlich. Ledersessel, hier. Sehr bequem. Man kann hier rauchen. Schön kühl übrigens. Und Ronnie, der Besitzer, hat heute Geburtstag. Wir haben Whisky bekommen, aber irgendwie stimmt mit den Gläsern was nicht. Also ist schon leer. Und ja, schmeckt gut. Dunhill Nightcap, im Augenblick mein Latakia-Trip, ein bisschen Whisky dabei. Um die Uhrzeit geht das noch, nachher muss ich dann wieder nach Hause fahren, aber es macht gerade Spaß. Hier sitzen wir gerade eben, jetzt sitzen wir hier eben, da sitzen die anderen, quatschen hier gemütlich. Tabake im Hintergrund, ich habe schon ein paar gesehen, die ich nachher mitnehmen werde. Ja, läuft ganz gut. Wir sind immer noch hier. Mittlerweile gibt es Kaffee. Und in einer Pfeife im Augenblick von Lane Limited hergestellt. Warhorse. Ready Cut Pipe Tobacco. Einfach eine Mischung aus Virginia, Burley mit Barrique. Bisschen Kentucky. Ganz lecker. What are you smoking now, Kent? Warhorse. Warhorse too? Okay. Okay. Da hinten sitzt Marc. Marc wollte eine Premiere machen, er wollte mal was auf Deutsch sagen im Video. Ach, what? Ja, ich rauche auch den. Warhorse. Ja.
That's good, that's close. Finde ich ziemlich gut. Ich bin aber schon im letzten Drittel der Pfeife. Ich finde, dass er ein bisschen scharf wird im letzten Drittel. Mhm. Aber ist ziemlich gut. Okay. Ja, wollen wir sehen. Ich habe ja gerade erst angefangen. Bremen. Der Tag geht dem Ende entgegen. Gut, Mark und Kent, die werden sicherlich gleich noch essen gehen und irgendwo den Abend in einer Raucherlounge verbringen. Aber ich werde nach Ostfriesland zurückfahren. Hier sitzt Kent nochmal. Und wisst ihr, was der verrückte Hund gemacht hat? In the courtyard. In the courtyard sitzt er, genau. Wisst ihr, was der verrückte Hund gemacht hat? Er hat mir Carter Hall und Prince Albert mitgebracht, weil er weiß, dass ja, ich im Augenblick auf diese Drugstore-Blends stehe. Und jetzt bitte einmal schauen. Ich habe 4 von diesen Paketen Carter Hall bekommen. Und dann, da freue ich mich sehr drüber, mal zum Probieren, jetzt richtig zum Probieren, nochmal 2-mal aus dem Bulk abgepackt, Prince Albert. Ganz tolle Sache. Und wir haben dann nochmal von GLPs nochmal eine Dose Chelsea Morning. Das ist, so wie Kent sagt, ja, es entspricht so ein bisschen dem, what's it, Dunhill, what's it like, Dunhill Early Morning Pipe. Yeah. So ein bisschen so wie der Dunhill Early Morning Pipe, also so die, original, so die ganz originale Interpretation von dem sozusagen, von GLPs. Also das ist eine ganz spannende Sache und da Latakia im Augenblick auch so ein ganz großes Thema ist, da freue ich mich sehr drüber. Okay, tolle Sache. Hey, hi, it's me, Björn, from East Frisia. Saturday morning, early morning, and sitting outside. Sun is coming up, and it's supposed to be a real hot day today. And but now it's still, no, it's very comfortable. I'm enjoying my cup of coffee and the first pipe. And what am I smoking? I'm smoking Prince Albert. I got 2 pouches of the of Prince Albert from Kent, leather neck piper, yesterday, and that's what I wanted to tell you. Yesterday on Friday after work I was in Bremen because Kent told me we were riding for some bag and things like that, and he told me that he's on his way back from Bahrain to the US and he stopped in Bremen for 2 days. He arrived yesterday. So I went to Bremen and met up with Kent and Mark, the Bremen pipe smoker. So that was really interesting and really nice. Very, very hot summer day yesterday, and we were meeting in a cafe. Then Mark showed us around. Since he's an historian, that was very interesting, and you couldn't think of anybody else who would be better in showing us around, so that was great. We ended up in Ronnie's place, that tobacco shop where Mark always, where he is very often, and smoked a couple bowls together. We were talking about tobacco and buying some tobacco there, and well, yeah. So that was a really nice afternoon, and if you want, follow me around and see what happened. By the way, what did I buy? Because that's I'm not telling this in the video, I forgot about it. I bought me a tin of Dunhill Mixture 865, an Oriental Latakia blend. I hope it's, well, I guess it's a typical Dunhill, easy to smoke, and yeah. Looking forward to this one. And again, because the other tin was empty, I bought some HH Latakia flake, kind of into Latakia, you know, and so that will be nice. So if you're interested in seeing how we met in Bremen, just stay tuned. It's me, Björn, from East Frisia. Friday afternoon. I'm in Bremen today, and I'm going to meet up with Kent,
Leatherneck Piper. He is here in Bremen for 2 days and he is already somewhere around here in a cafe with Mark, the Bremen pipe smoker. So I'm going to meet those two guys. Let's see what we will do. I don't know, let's see, it's a kind of a surprise, so if you want, follow me, okay? Here I am, sitting at the city house, a town hall of Bremen, and I met Kent, and I met Mark. So we're just enjoying a drink, and it's very, very hot here today, and so now we're ahead. Right. Right. Yeah. Well, but Ken says it's not as hot as it is in Bahrain, but hot enough for Mark and me, I guess. So now we are finishing our drink and then heading to Ronnie's place and, well, have a coffee there and buy some tobacco and things like that. So see you then. Okay. Germany is like the U.S. divided in states. We have 16 states. Bavaria. And Bremen is part of the states. We're having a little historical tour through Bremen. Who could be a better guide for this than Bremen Pipe Smoker? Many. No. So we are enjoying our tour. How does the Bratwurst taste? That's good. Bremen Pipe Smoker, Kent, Leatherneck Piper. We're at Ronnie's place and we're going inside now. Have a cup of coffee, buy some tobacco and smoke it while you are ready. Have a good time. So don't know about the coffee, maybe a whiskey. Okay. Whiskey, yeah. Okay. Whiskey with sugar. Okay. At Ronnie's place. Smoking pipes. Shooting on some back. Shooting some back. Okay. Smoking my Stanwell 11 with some Dunhill nightcap. And Ronnie, the owner of the shop, he has his birthday today, so he gave us a whiskey, but something is wrong with his glasses. It's always empty. So I don't know. So you might see we have fun, huh? Don't we? Yeah. What happened to your coffee? My coffee? Yeah. Well, I didn't get one. We better cop that. Oh, okay. You like Bremen? You have having fun? Great time. Okay. Great time. Okay. We see you at Ronnie's place. Now I am having some coffee. Another pipe. This time. Kent brought some Warhorse, Lane Limited Warhorse. I think it's American Standard, produced by Lane Limited. Produced by Lane Limited, okay. It's a blend of Burley, Virginia, Kentucky, and just a bit of Barrique, I guess. So do you like it? It's okay. Okay. Mark, what do you think about it? Well, you can smoke that, definitely. Or chin-chin. Okay. In the courtyard of Kent's hotel, and I told him that I meant to Carter Hall and the drugstore blends, and see what he brought. Carter Hall, 8 ounces of Carter Hall and 4 ounces of Prince Albert. Great stuff. Looking forward to testing it. And since he knows that I'm into Latakia at the moment, special gift,
GLP's Chelsea Morning, supposed to be the original copy of the Dunhill early morning pipe. So looking forward to this. Kent, thanks a lot, dude. Absolutely, brother. Have a nice stay in Bremen, okay? Yeah.